Eine kleine Geschichte der BGW. Läuft alles rund, sind alle froh. Wenn aber einer unter die Räder kommt, ist das Elend groß. Unfälle und Krankheiten bringen Leid und kosten Geld. Aber früher wollte keiner dafür verantwortlich sein. Während wir Anfang des 19. Jahrhunderts vom Agrarland zur Industrienation wurden, forderte der Fortschritt seine Opfer. Schnelle Maschinen, schädliche Ausdünstungen und schlimme Arbeitsbedingungen machen erst die Arbeiter krank und lassen dadurch deren Familien verarmen. Die Arbeitgeber fühlen sich nicht dafür zuständig und holen sich einfach Ersatz. Soziale Ungerechtigkeit macht wütend. Die Arbeiter fühlen sich alleingelassen und wehren sich mit Protesten und Gewalt. Dann hat Reichskanzler Bismarck die Nase voll. Während immer deutlicher wird, dass der mangelhafte Schutz zielsicher in einer Katastrophe mündet, legt er 1881 dem Reichstag seinen ersten Entwurf für ein Unfallversicherungsgesetz vor. Nur zufriedene Bürger halten ein Land gesund. Es folgt ein System aus drei Säulen: Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung. Das Risiko der Betriebsinhaber wird schlau umgeschichtet. Alle für einen und einer für alle. Die Unternehmer werden zu Berufsgenossen. Und wenn jetzt etwas passiert, kommt das Geld aus der Gemeinschaftskasse. Wer arbeitet, verdient Schutz. Daran arbeiten die Genossenschaften mit Vollgas. 1886 ist die Geburtsstunde der Prävention. Es erscheinen die ersten Unfallverhütungsvorschriften für mehr Arbeitssicherheit. Bereits ein Jahr später folgt das erste berufsgenossenschaftliche Krankenhaus. Die Genossenschaften für einzelne Berufsgruppen sprießen wie schützende Pilze aus dem Boden. Mit dem wirtschaftlichen Fortschritt entwickeln sich leider auch die Berufskrankheiten. Röntgenstrahlen, chemische Belastungen und Quarzstaub schaden den Menschen. Also werden seit 1925 nicht nur Unfälle, sondern auch Berufskrankheiten versichert. Weltwirtschaftskrise, Niedergang der Weimarer Republik. Die soziale Not wird immer unerträglicher, während Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege immer wichtiger werden. Das wird zum Grundstein einer neuen Berufsgenossenschaft. Am 17. Mai 1929 wird in Berlin die BGW gegründet. Die gesetzliche Unfallversicherung für den Gesundheitsdienst und die Wohlfahrtspflege. Ein weiterer Meilenstein in der sozialen Frage. Für Armutsvermeidung und damit den sozialen Frieden. Und es geht weiter voran. Infektionskrankheiten werden als Berufskrankheit anerkannt. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten betrifft auch die Sozialversicherung und endet in einer Katastrophe. Nach Kriegsende werden die alten Strukturen wiederhergestellt. Und 1947 kommt es in Hamburg zur Neugründung der BGW. Die Anzahl der BGW-versicherten Betriebe steigt rasant. 1951 beginnt die Sozialpartnerschaft. Ab sofort bestimmen die Arbeitnehmer gemeinsam mit den Arbeitgebern in der paritätischen Selbstverwaltung. BGW-Versicherte haben Glück im Unglück. Denn das Ziel ist immer, die Menschen wieder gesund in ihre Arbeit zurückzubringen, ohne Kosten und Mühen zu scheuen. Das Besondere dabei, alles erfolgt durch eine Hand. Medizinische Rehabilitation, berufliche und soziale Teilhabe. Ohne Streit von Zuständigkeiten. Und das alles bei den Menschen vor Ort. Mit dem Wandel der Arbeitswelt verändern sich auch die Krankheitsbilder. Inzwischen schützt die BGW unter ihrem Dach eine große, bunte Familie aus unterschiedlichen Branchen. Neues Jahrtausend, neues Glück. Die BGW kümmert sich nicht mehr nur um Menschen mit Berufskrankheit oder Arbeitsunfall. Vorausblickend sorgt sie sich auch um diejenigen, die von einer entstehenden Berufskrankheit bedroht sind.
In Schulungs- und Beratungszentren lernen die Menschen alles über ihren Gesundheitszustand und wie sie ihren Beruf noch lange ausüben können. Die Prävention wird immer wichtiger. Bis heute hat die BGW immer kreative Ideen für ihre Versicherten in der Tasche. Wer arbeitet, verdient Schutz. Das war schon früher so und ist es heute immer noch. Wir können uns auf diese Sicherheit verlassen. Ein Netz aus vielen Leistungen, gut aufeinander abgestimmt und aus einer Hand organisiert. Es geht los. Mit 1000 Jahren Geschichte im Rücken heißt die BGW Sie herzlich willkommen. Zu 3 Tagen voller Zukunftswissen und Diskussionen. Das Aktuellste in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit steht auf der Agenda. Wie lässt sich Arbeitsschutz systematisch und gewinnbringend organisieren? Welche Rolle spielen dabei Führungskräfte? Es geht um klassische Arbeitsschutzthemen wie Hautschutz, Brandschutz oder Maschinensicherheit. Aber auch um ausgelagerte Arbeitsplätze, sichere Mobilität, Digitalisierung oder auch die Rolle von Sport. Top aktuell mit mir in der Hauptrolle. Wie kriegen Einrichtungen Gewalt und Aggressionen in den Griff? Freuen Sie sich auf Tipps aus dem Dschungel, der sich Berufsalltag nennt. Gute Arbeitsbedingungen und Vielfalt sind unser gemeinsames Ziel. Inklusion und Teilhabe soll über die Behindertenhilfe hinaus eine Selbstverständlichkeit werden. Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind. Auf dem BGW-Forum Sicher und gesund in der Behindertenhilfe. Viel Spaß! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum BGW-Forum 2021. Sicher und gesund in der Behindertenhilfe. Wir übertragen die ganze Veranstaltung hier aus dem Grand Elysée in Hamburg und ich freue mich, dass Sie überall in Deutschland zugeschaltet sind. Ich freue mich tatsächlich aus mehreren Gründen. Erstens, ich merke, Sie sind neugierig. Sie haben sich angemeldet, weil Sie lernen wollen, weil Sie Ihre Arbeit besser und sicherer machen wollen. Ich freue mich auch noch aus dem zweiten Grund. Ich habe mir nämlich vorgenommen, wenn Corona vorbei ist, ist nicht vorbei. Aber wenn die Menschen alle geimpft sind, bei der ersten Veranstaltung, die ich mache, ich werde jeden, der reinkommt, in den Arm nehmen und knuddeln. Jetzt wären sie fast 700 Leute gewesen, also ich habe mir das glücklicherweise ersparen können. Ich werde sie dann beim nächsten Mal knuddeln, wenn wir uns wiedersehen. Gestern sind die Paralympics zu Ende gegangen und heute beginnt ein Triathlon. 3 Tage geballtes Wissen zuhören, mitreden. 3 Tage Triathlon für Kopf und Po, könnte man sagen. Ich bin Rainer Schmidt. Ich werde Sie als Moderator durch diese 3 Tage leiten. Von Beruf bin ich Theorist, also Theologe und Kabarettist. Nicht, dass Sie jetzt Terrorist gehört haben. Sie merken schon, es lohnt sich, ganz genau zuzuhören, denn das ist der Sinn dieses Forums, zuhören, austauschen, mitreden. Und weil wir in der Behindertenhilfe sind, ist es mir natürlich ein ganz besonderes Anliegen, Sie völlig politisch korrekt und überaus inklusiv zu begrüßen. Liebe Primatenabkömmlinge, hallo Leute. Ja, Theologe und Kabarettist. Ich bin auch dafür da, dass diese 3 Tage möglichst unterhaltsam werden. Sie dürfen sogar etwas Spaß machen. Ich hoffe, Sie werden gewinnbringende Tage haben. Wie Sie schon sehen, mir fehlen die Hände. Das fällt nicht nur Ihnen auf, das fällt tatsächlich Kindern sofort auf. Und die
sagen das auch immer. Der Klassiker, ich bin irgendwo in einem Supermarkt unterwegs, ein kleines Kind sieht mich, spricht mich an. Wo sind denn deine Hände? Ich denke, oh, neugieriges Kind, das ist super. Und natürlich antworte ich immer ganz ehrlich, die habe ich, glaube ich, in der Gemüseabteilung vergessen. Das geht doch gar nicht. Oh, dachte ich, kluges Kind, der wird mal promovieren. Ich sage natürlich dann, ich bin ohne Hände geboren worden. Sie merken, in der Behindertenhilfe gibt es Verunsicherungen und Sie müssen einiges klären. Dafür sind wir da, dafür haben Sie hoffentlich zugeschaltet, denn es gibt tatsächlich vieles, was neu ist. Die Corona-Pandemie haben wir alle noch in unseren Knochen stecken. Ich will das Bundesteilhabegesetz nicht verschweigen, das bringt sehr, sehr viele Neuerungen, also viele Verunsicherungen und das ist wichtig, denn Verunsicherungen machen unsicher und sie können auch krank machen. Und deswegen gibt es zwei wichtige Themen auf diesem Forum, nämlich die psychischen Belastungen und Teil der Lösung, aber vielleicht auch des Problems, Digitalisierung. Es gibt noch viele andere Themen mehr. Sie haben sich angemeldet, Sie wissen, es gibt ein Hauptprogramm, wo Sie mich immer hier sehen und es gibt die vielen Nebenprogramme bzw. die Wahlprogramme. Sie haben sich alles ausgesucht, hoffe ich. 7 Blöcke gibt es, 100 Minuten. Die BGW versucht auch da den Gesundheitsschutz ernst zu nehmen, dass Sie nicht zu lange am Bildschirm sitzen. Ich kann noch erwähnen, Sie können nicht alle sehen. Es gibt einen Trost. Ab 22. Oktober werden ganz viele Formate online zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie können da noch mal nachsehen oder Dinge angucken, die Sie hier verpasst haben. Die Pausen sind interaktiv. Es gibt eine Kochshow. Sie können eine digitale Ausstellung sich ansehen und Sie können sich noch im Chat unterhalten. Selbstverständlich, deswegen nur ganz kurz, alle Menschen hier im Raum, alle hier vorne auf der Bühne sind 3G, es kann nichts passieren, sage ich nur zu Ihrer Beruhigung. Ich bin nicht der Gastgeber dieser Veranstaltung, der Gastgeber ist die BGW und damit darf ich überleiten zu dem Vorstandsvorsitzenden der BGW. Ich freue mich auf die Begrüßung und ich freue mich auf Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Schmidt, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, neben der netten Begrüßung haben Sie vorher im Video einen Einblick in die Geschichte der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten. Und wie Sie schon hörten, in den nächsten 3 Tagen werden wir das hier und jetzt beleuchten. Wir besprechen über ein sicheres und gesundes Berufsleben. Bei der BGW sind viele Branchen versichert. Dazu gehören auch die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Ihr Tätigkeitsfeld ist breit gefächert. Von der Werkstatt bis zum Wohnheim, vom Inklusionsbetrieb bis zur Unterstützung im Alltag. In den Werkstätten arbeiten Beschäftigte mit Behinderung. Auch diese sind bei der BGW versichert. Auf unserem Kongress nehmen wir Ihre Gesundheit genauso in den Blick wie die aller Mitarbeitenden in der Behindertenhilfe. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei der BGW ist eine Veranstaltung wie diese gute Tradition. Seit 20 Jahren gibt es die Kongressreihe BGW Forum. Sie richtet sich im Wechsel an verschiedene Branchen. Bis vor kurzem immer mit Veranstaltungen vor Ort. Vielleicht waren Sie ja schon einmal bei einem unserer Kongresse für die Behindertenhilfe in Hamburg. Wir wissen, wie wichtig für Sie und uns alle bei den Kongressen die persönliche Begegnung und der persönliche Austausch ist. Mit der Corona-Krise hat sich das Veranstaltungsformat geändert. Wir treffen Sie diesmal online. Nicht geändert haben sich unsere vielfältigen Themen und Angebote. Wir haben für Sie ein breit gefächertes Programm, wie Sie eben schon hörten, zusammengestellt.
Es geht dabei vor allem um Praxisnähe. Wir möchten Lösungen zeigen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag direkt anwenden können. Und wir möchten uns mit Ihnen über gute Beispiele und besondere Herausforderungen austauschen. Die Kongressreihe BGW Forum entstand auf Anstoß der BGW Selbstverwaltung. In der Selbstverwaltung kommen Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber sowie der Versicherten zusammen. Wir kennen die Betriebe. Wir wissen, wie wichtig der Erfahrungsaustausch ist. Auch eine digitale Veranstaltung lässt sich dafür nutzen. Bitte beteiligen Sie sich rege. Sie können zum Beispiel im Chat Fragen stellen und Ihre Meinung einbringen. Natürlich hoffen wir trotzdem, dass wir in absehbarer Zeit wieder einmal persönlich zusammenkommen. Meine Damen und Herren, heute Morgen ging es beim Satellitenposium bereits um die Corona-Pandemie. Sie macht uns allen deutlich, wie wichtig die Gesundheit ist. Das gilt auch am Arbeitsplatz. Dass Einrichtungen wie unsere darauf angewiesen sind, muss ich hier nicht extra betonen, denn es ist wichtig, dass es den dort tätigen Menschen gut geht. Erst dann können Unternehmen ihren Auftrag erfüllen. Der Umgang mit dem Coronavirus hat den Blick auf Schutzmaßnahmen bei der Arbeit gelenkt. Man könnte sagen, die Krise hat den Blick für etwas geschärft, das schon immer wichtig war. Was heißt Gesundheit bei der Arbeit? Es soll nicht zu Unfällen oder berufsbedingten Erkrankungen kommen. Risiken sind also zu minimieren. Das Thema geht aber weit darüber hinaus. Unternehmen können die Gesundheit der Beschäftigten systematisch organisieren und fördern. Wenn alle im Betrieb mitmachen, sprechen wir von einer guten Präventionskultur. Auf dem BGW-Forum zeigen wir die Bausteine dafür. Und wir zeigen gute Praxis. Morgen verleihen wir den BGW-Gesundheitspreis an Einrichtungen der Behindertenhilfe. Sie haben spannende Ideen entwickelt und gehen mit gutem Beispiel voran. Sie setzen dabei auf die Beteiligung der Menschen im Betrieb. Manche Ansätze ähneln sich, andere sind sehr individuell. Diese Vielfalt ist wichtig, denn Gesundheit und Sicherheit gibt es nicht von der Stange. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können in den nächsten Tagen viele Themen kennenlernen oder vertiefen. Von der Organisation des Arbeitsschutzes bis zur Kommunikation und Führung. Von Gefahrstoffen bis zum Umgang mit Gewalt. Wir gehen natürlich auch auf die besondere Fragestellung der Behindertenhilfe ein. Wir sprechen über Teilhabe genauso wie über den Beitrag von Sport zur Inklusion. Seit diesem Jahr kooperiert die BGW mit Special Olympics Deutschland. Gemeinsam wollen wir uns für die Gesundheit und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung einsetzen. Sport ist förderlich für die individuelle Gesundheit. Sport unterstützt auch die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. Beispiele aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung zeigen, wer sich sportlich engagiert, übernimmt oft auch Verantwortung in der Einrichtung und im Arbeitsschutz. Sport kann Zeichen setzen, zum Beispiel mit inklusiven Mannschaften oder mit Großveranstaltungen wie denen von Special Olympics oder, wie Sie ja in den letzten Tagen haben verfolgen können, bei den Paralympics in Tokio. Meine Damen und Herren, Zeichen setzt auch der Fotowettbewerb der BGW. Werke konnten zum Motto Mensch, Arbeit, Handicap eingereicht werden. Die besten stellen wir hier auf dem BGW-Forum vor. Sie zeigen zum einen die große Vielfalt der Fotoschaffenden, ihre Motive und künstlerischen Ideen. Zu sehen ist zum anderen die große Vielfalt und Kreativität von Menschen mit Behinderungen im Beruf. Heute Abend werden die Siegerinnen und Sieger des Fotowettbewerbs gekürt.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, in unseren virtuellen Ausstellungen ab morgen früh Ihre beeindruckenden Werke kennenzulernen. Am Mittwoch stellen wir Sie zum Abschluss unseres Kongresses auch in einem Film vor. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jeder Baustein für die Gesundheit und für die Inklusion zählt. Denn erst mit vielen kleinen Bausteinen lässt sich Großes erreichen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele interessante Anregungen auf unserem BGW-Forum für die zukünftige Tätigkeit. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Dr. von Knoblauch zu Hatzbach. Wie ein Mensch mit einem so komplizierten Namen eine wunderbare Begrüßung in einfacher Sprache hält, dafür waren Sie ein großartiges Beispiel. Sie haben es gemerkt, wir versuchen eine klare, nicht immer leichte, aber doch einfache Sprache. Vielen Dank dafür. Die BGW hat 3 Datenberichte erstellt. Und da geht es zum einen um die Tendenzen in der Behindertenhilfe, zum anderen um das große Thema Digitalisierung und der dritte um Corona. Die sind ab sofort verfügbar, die finden Sie online auf bgw-online.de und die Menschen hier vor Ort können Sie schon in gedruckter Form haben. Und ich freue mich, dass der Hauptgeschäftsführer der BGW, Professor Dr. Stefan Brandenburg, jetzt in seiner Begrüßung auch eine kleine Einführung schon in die Thematik macht, also sozusagen ein Schlaglicht auf diese Erkenntnisse der 3 Datenberichte wirft. Herzlich willkommen und guten Morgen, Herr Professor Dr. Brandenburg. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Einleitung, für die Begrüßung. Meine Damen und Herren, in der Tat, ich möchte gerne den durch Herrn Dr. von Knoblauch zu Hatzbach begonnenen Blick auf, wie Sie so schön gesagt haben, Herr Schmidt, 3 Tage Triathlon, etwas fortsetzen. Und aus dieser Einleitung von Herrn Schmidt und den Worten von Herrn Dr. von Knoblauch zu Hatzbach, der schon das Thema Sport ja hier hervorgehoben hat, sehen Sie schon und hören Sie schon, das Bild passt eigentlich ganz gut. Denn der Sport wird auch eine Rolle auf diesem BGW-Forum spielen. Aber zunächst, Sie haben schon heute im Satellitensymposium über die Corona-Pandemie einiges gehört und miterleben können. Und es kann gar nicht anders sein, dass wir auf diesem Online-Kongress, der ja deshalb ein Online-Kongress ist, weil wir eine Corona-Pandemie haben, dieses Thema behandeln. Aber nicht nur deshalb, weil wir hier unseren Kongress anders veranstalten müssen, als wir es gerne würden, sondern weil dieses Thema uns alle bewegt, wollen wir es hier natürlich beleuchten. Doch auch darüber hinaus gibt es weitere Entwicklungen, die sich nachhaltig auf die Behindertenhilfe auswirken, wenn auch nicht nur da. Manche werden davon durch Corona noch verstärkt. Es gibt aber eben auch wirkliche Schockmomente, die alles überlagern. Ein solches dramatisches und tragisches Ereignis war die Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres. Sie traf schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch in Bayern und anderen Regionen waren Opfer und Schäden durch Unwetter zu beklagen. Die Katastrophe kam unerwartet und schnell und die Folgen werden die Menschen aber noch lange beschäftigen. Meine Damen und Herren, die Flutkatastrophe traf auch Menschen mit Behinderungen in einer bei der BGW versicherten Einrichtung leider in ganz besonders tragischer Weise. In Sinzig im Landkreis Ahrweiler starben 12 Bewohnerinnen und Bewohner eine Einrichtung. Sie konnten sich nicht mehr retten und sie konnten auch nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, als die Wassermassen eintragen. Ihren Angehörigen, den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hauses und auch allen Betroffenen der Flutkatastrophe gilt unser tief empfundenes Mitgefühl und wir wollen der Todesopfer im Stillen
gedenken. Lassen Sie uns daher gemeinsam einen Moment innehalten. Meine Damen und Herren, eine Katastrophe wie diese kann ein traumatisches Ereignis mit schwerwiegenden psychischen Folgen sein. Umso wichtiger ist es, Unterstützung für die betroffenen Menschen zu leisten. Dazu muss man rasch handeln und genau hinschauen, um den Menschen wirklich zu helfen. Im besten Falle sind dafür zum Beispiel beim Einrichtungsträger, aber auch beim Unfallversicherungsträger, wie im Falle der BGW, schon Strukturen vorhanden, auf die man in einer solchen Situation zurückgreifen kann, um schnell in einem Notfall auch handeln und Hilfe leisten zu können. Krisensituationen aller Art können Menschen an ihre Belastungsgrenzen bringen. Diese Erfahrungen machen derzeit auch Führungskräfte und Fachpersonal in der Corona-Krise. Wie können unter Corona-Bedingungen neue Abläufe organisiert werden? Wie lässt sich der Auftrag noch erfüllen und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung noch fördern? Eine komplexe und besonders herausfordernde Situation, da werden Sie mir sicher recht geben. Das Thema psychische Belastung ist natürlich nicht auf Krisensituationen beschränkt. Im Gegenteil, alle Betriebe in Deutschland sind gehalten, sich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gerade auch mit den psychischen Belastungen zu befassen. Ein Blick in die Behindertenhilfe zeigt, welche Faktoren hier eine Rolle spielen können. Einige Hinweise geben drei neue Berichte, die Herr Schmidt schon hier angesprochen hat. Sie können sie ab sofort auf unserer Webseite finden. Hinweisen möchte ich auf den allgemeinen Trendbericht mit dem Titel Corona-Pandemie rückt Inklusionshürden wieder ins Bewusstsein. Er stellt auch über die Pandemie hinaus viele Daten und Entwicklungen vor. Besonderes Augenmerk gilt gemäß unserem Auftrag der Gesundheit am Arbeitsplatz. Interessant ist unter anderem, was unsere BGW-Beraterinnen und Berater aus ihrer Kenntnis des betrieblichen Alltags berichten. Sie sehen einen Anstieg psychischer Belastungen und das ist auch durchaus plausibel, weil wir haben sicher auch eine Veränderung der Rahmenbedingungen für und in der Behindertenhilfe. So ändert sich langfristig die Alterszusammensetzung des Fachpersonals, aber auch der Menschen mit Behinderung. Mehr Pflegebedarfe in Bezug auf Letzteres sind die Folge. Zum anderen steigt wohl auch die Nachfrage nach differenzierten Wohnangeboten und Wohnformen. Das sind Beispiele. Insgesamt, denke ich, haben Vielfalt und Anspruchsniveau der Aufgaben zugenommen. Dokumentationspflichten, Qualitätsanforderungen, Teilhabeziele, vieles ist zu berücksichtigen. Es gibt auch mehr Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in den Werkstätten. Andere Faktoren sind ebenfalls zu berücksichtigen. In stationären Wohneinrichtungen sehen die BGW-Fachleute zum Beispiel noch Defizite beim Umgang mit Gewalt und Aggression gegen das Personal. Gleichzeitig besteht Nachholbedarf bei Themen wie der Dienstplangestaltung und auch insgesamt bei der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf psychische Belastung. Meine Damen und Herren, es tut sich aber auch einiges bei der Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der Behindertenhilfe. Startpunkt für eine erfolgreiche Veränderung ist in der Regel dabei ein offener, transparenter und selbstkritischer Dialog mit dem Personal, mit allen, die dem Personal angehören. Auch die BGW-Angebote werden erfreulicherweise dazu gerne in Anspruch genommen und können Hilfe leisten. In der Corona-Pandemie haben wir unter anderem
das Krisencoaching für Führungskräfte aufgelegt. Die Rückmeldungen zeigen, wo besondere Belastungen auftreten. Hier werden von den Führungskräften neben ständig wechselnden Anforderungen auch begrenzte Ressourcen genannt, zum Beispiel in der IT. Und insoweit ist diese Pandemie vielleicht auch so etwas wie ein Brennglas auf ohnehin durchaus vorhandene Probleme. Das weist nämlich auf ein weiteres Thema hin, das durch die Corona-Pandemie einfach noch stärker in den Vordergrund gerückt ist, die Digitalisierung. Wir haben auch zur Digitalisierung Daten zusammengetragen. Ein Kapitel in unserem allgemeinen Trendbericht geht darauf ein, aber darüber hinaus gibt es einen eigenen BGW-Bericht zur Digitalisierung in der Behindertenhilfe. Die Verbreitung von digitalen Technologien und Medien hängt stark von den Tätigkeiten und vom Produktangebot eines Betriebes oder einer Einrichtung ab. Am häufigsten berichten Befragte mit einer handwerklichen Tätigkeit in der Produktion, dass bei ihnen DV-technische Unterstützung zur Verfügung stehe. Das gilt gerade auch für die Einrichtungen der Behindertenhilfe. Aus Werkstätten und Inklusionsbetrieben ist dabei eben auch zu hören, dass der Einsatz der neuen Technologien durchaus auch problematisch sei, nämlich dass die Programme sich dann doch oft nicht individuell genug anpassen lassen. Also, da ist etwas zu tun. Im Bereich der Bürotätigkeiten ist die Digitalisierung dagegen wie allgemein sehr weit fortgeschritten. Meine Damen und Herren, Digitalisierung, digitale Unterstützung kann Barrieren abbauen. Sie kann Selbstständigkeit und Selbstbestimmung steigern und damit lässt sich auch die berufliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich stärken. Andererseits muss der Zugang zu den digitalen Instrumenten gewährleistet sein. Wir alle möchten wohl verhindern, dass Menschen mit Beeinträchtigung dabei überfordert werden oder gar außen vor bleiben. So sprechen wir auf dem BGW-Forum auch über digitale Barrierefreiheit. Zusammenfassend lässt sich zu diesem Thema wohl sagen, grundsätzlich wird die Digitalisierung in der Behindertenhilfe durchaus mit Optimismus gesehen, ihre Chancen werden höher bewertet und das sehe auch ich so als die Risiken. Doch es ist ein dynamischer Prozess, der stets sorgfältig beobachtet werden muss. In unserem Eröffnungsplenum werden wir diese Themen sogleich vertiefen. Unsere Fragen sind zum Beispiel, welche Entwicklung nimmt die Digitalisierung? Wie wird mit psychischen Belastungen umgegangen? Wie können Einrichtungen konkret vorgehen? Ich freue mich also auf die Diskussion mit unseren Fachleuten, auf Beiträge, viele Beiträge von Ihnen an den Bildschirmen und in unserem Chat. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie aus der Teilnahme an diesem leider nur digitalen Forum Anregungen und Unterstützung für Ihre beruflichen oder auch ehrenamtlichen Einsatz in der Behindertenhilfe mitnehmen können. Besonders freuen würden wir alle uns von der BGW, wenn möglichst viele von Ihnen die Anregungen, die auf diesem Forum gegeben werden, für Sie Anlass sind, mit uns in einen engeren Dialog und Austausch zu treten. Das ist ein wesentliches Ziel dieses Forums. Ein weiteres Ziel ist aber, und ich wünsche mir, dass das auch unter digitalen Umständen funktioniert, dass Sie untereinander Netzwerke bilden und miteinander in Kontakt treten und vielleicht in Zukunft mehr voneinander profitieren können. In diesem Sinne wünsche ich diesem Forum einen guten Verlauf und übergebe wieder an Herrn Schmidt. Lieber Herr Professor Brandenburg, danke für diesen ersten Aufschlag und die Einblicke zu den psychischen Belastungen, Tendenzen, Digitalisierung. Und Sie haben es gerade schon angekündigt. Wir beginnen dieses Format mit einem Gespräch, sicher und gesund in der Behindertenhilfe. Es gibt zwei große Themen, die wir erörtern wollen, die psychischen Belastungen und das Thema Digitalisierung.
Wir können nur einen großen Bogen schlagen. Details werden Sie nachher in Ihren Plänen und in den Websessions diskutieren. Aber ich freue mich, dass wir Experten, und zwar sehr unterschiedliche Menschen hier haben, die mit mir reden, diskutieren, sagen, was ihnen im Kopf rumschwirrt und ihr Herz bewegt hat. Ich darf Ihnen die Menschen vorstellen. Ich habe die Reihenfolge ausgewürfelt. Das ist klar. Ganz zufällig sind doch die zwei Damen auf Platz 1 und 2 gekommen. Aber das macht ja nichts. Ich freue mich, in unserer Mitte begrüßen zu dürfen Dr. Sarah Burmann. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Politikwissenschaftlerin, war in Amerika, hat dort bei einer Gewerkschaft gearbeitet und bei einer Nichtregierungsorganisation und arbeitet jetzt bei Verdi im Fachbereich Gesundheit und Soziales. Ihre Schwerpunkte: Behindertenhilfe, Teilhabe, Inklusionsdienste. Sie hat die Perspektive der Beschäftigten und ich freue mich, dass Sie sie einbringen. Ich habe Sie am Telefon gefragt, ich würde gerne etwas Privates über Sie sagen und Sie haben mir verraten, Sie haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, Haustiere gibt es auch und einen Garten an der Müggelspree. Herzlich willkommen, Frau Dr. Burmann. An meiner Seite zur Rechten sitzt Ninia Lagrande. Wir kennen uns, wir sind per Du. Ninia, du bist Autorin, du schreibst Bücher, jetzt vor allem auch für Online-Medien. Du bist Moderatorin. Wir haben, einige Menschen haben dich gerade eben schon beim Satellitensymposium in der Moderatorenrolle erlebt und auch Schauspielerin. Ganz kurz will ich nur erwähnen, bekannt geworden bist du, glaube ich, durch Poetry Slam, durch deine Fernsehauftritte bei Luke, Die Woche und ich, bei Ladies Night und bei Puff Puff Happy Hour. Also du bist sozusagen auf dem Sprung zur A-Prominenten, wenn du nicht schon da angekommen bist. Auch dich habe ich nach privaten Dingen gefragt. Du reist gerne mit dem Wohnmobil. Ich habe mich dann allerdings über deine Lieblingsreiseorte gewundert, Reykjavik und British Columbia. Wie du da mit dem Wohnmobil, naja, ich muss das auch nicht alles verstehen. Du lebst und arbeitest in Hamburg, unter anderem auch als Kulturmanagerin. Du veranstaltest tatsächlich Kulturveranstaltungen oder unterstützt andere Menschen dabei. Herzlich willkommen, Ninia Lagrande. Ich freue mich, Marc Solomeyer. Auch wir sind per Du, weil wir uns bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen haben. Lieber Marc, du bist der Athletensprecher bei Special Olympics Deutschland. Du bist natürlich Sportler, spielst vor allem Badminton, aber auch Tischtennis. Seit 2000 aktiver Sportler bei SOD und, nicht unerwähnt bleiben darf, du bist beim FSV Fachbach, einem ganz normalen Breitensportverein. Da machst du sozusagen deine Haupttätigkeit. Du hast bei den Weltspielen in Shanghai teilgenommen und da Gold und Bronze gewonnen. Eine zweimalige Teilnahme ist bei den Special Olympics eigentlich nicht möglich. Sonst würde man sagen, naja, warum hast du dann aufgehört? Tatsächlich sollen ja möglichst viele Menschen da teilhaben. Und Teilhabe ist ein gutes Thema. Du bist außerdem auch noch Werkstattratsvorsitzender, und zwar schon seit 16 Jahren bei der Stiftung Scheuern. Verheiratet, lebst mit deiner Frau Iris in einer eigenen Wohnung und du hast ein Motto, das heißt, ich bin gerne für Menschen da. Herzlich willkommen, Marc. Rolf von Gimborn, ein echtes BGW-Urgestein, nämlich Aufsichtsperson. Wir sind zwei Wochen entfernt voneinander geboren, örtlich allerdings deutlich weiter. Sie sind in Emmerich geboren und da ist es richtig platt und am Meer. Sie haben also folgerichtig die Hobbys. Ja, Emmerich in der Nähe, ich bin im Rheinland, also da ist das. Also Sie haben Fahrrad und Segeln als Ihre Hobbys, nicht wahr? Sind eigentlich gelernter Bergbauingenieur. Da hat man schon richtig viel mit Sicherheit zu tun. Und Sie haben mir geschrieben, die Sicherheit von Maschinen, aber auch von Medizinprodukten ist Ihr Steckenpferd. Sie kennen sich gut bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen aus. Sie sind in der Bezirksstelle Bochum, auch schon seit 2000. Und nebenher noch bei der DGUV, Leiter der Wohlfahrtspflegeabteilung. Mhm. Ja, herzlich willkommen, Herr von Gimborn. Jörg Behrens von der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, Leiter dort der Unternehmenssicherheit, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragter und Datenschutzbeauftragter. Also Sie haben wahnsinnig viel mit Schutz zu tun
und haben auch gesagt, Datenschutz, das ist eigentlich mein Steckenpferd. Darüber kann ich stundenlang erzählen. Die Notwendigkeit wird in der Regel unterschätzt. Sie sind 28 Jahre schon bei der Stiftung. Sie sind Ostfriese, kommen aus Emden, da war ich gerade im Urlaub. Und Sie machen gerne, Sie fahren gerne mit dem Motorrad und Spaziergänge mit dem Hund. Und auch Sie reisen gerne mit dem Wohnmobil. Das überrascht mich nicht, weil auf der anderen Seite des Wassers ist Holland. Also ich finde es großartig, dass Sie da eine Verbindung auch seelisch haben und natürlich räumlich. Herzlich willkommen, Jörg Behrens. Und schließlich der letzte Mann in unserer Runde, Professor Dr. Thomas Schack von der Universität Bielefeld, Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft. Und da gibt es den Arbeitsbereich Neurokognition und Bewegung, Biomechanik. Sie sind auch Vorstandsmitglied bei CyTech, Center for Cognitive Interaction Technology. Das gibt den Menschen hoffentlich schon ein paar Fragezeichen. Was wird der Mann wohl machen? Ich kann aber so viel verraten, Sie haben es mit dem Gehirn und Bewegung zu tun, mit Mensch und Robotern und versuchen abzuleiten, wie kann man Training und Rehabilitationsmaßnahmen durch die Erkenntnis der Neurowissenschaften verändern. Und Sie haben tatsächlich so ein ganzheitliches Menschenbild. Sie haben mir erzählt, was Sie alles machen. Das werde ich nachher im Gespräch vielleicht erwähnen. Privat möchte ich auch noch einiges sagen. Sie haben nämlich verschiedene Übungsleiterscheine, unter anderem für Gewichtheben. Ja. Sie spielen Mundharmonika und Gitarre. Und haben das ausführlich bei verschiedenen Touren quer durch Amerika auf dem Motorrad, einmal sogar mit einer Harley-Davidson. Ich beneide Sie. Und die Neue Westfälische hat Sie mal bezeichnet als rebellischer Geist aus dem Osten. Herr Professor Schack, da gibt es Gesprächsbedarf. Wir machen eine allererste Runde, weil dann gibt es schon eine Pause und dann steigen wir in das Gespräch thematisch sortiert wild durcheinander ein. Und ich möchte eine allererste Frage. Alle Fragen sind sehr groß. Ich bitte Sie, komprimiert zu antworten. Wir werden das aber hinbekommen. Mhm. Und die allererste Frage von mir geht an Marc Solomeyer. Mhm. Wir kennen uns. Du hast mir einiges erzählt, Marc. Ja. Als Corona kam, ist dein Leben ziemlich anders geworden. Erzähl mal, was hat sich verändert? Ja, es ist einfach auch, man muss so sehen, Corona, wir konnten keinen Sport mehr machen, wir konnten nicht mehr in die Werkstätten gehen. Wir mussten manche haben sechs Wochen, manche haben bis 18 Wochen zu Hause gesessen. Es war unheimlich schwer für unsere Leute, die jetzt mit einer psychischen oder auch mit einer geistigen Behinderung dort sind, da ganz, ganz stark drauf zu gucken. Nicht für jeden war direkt zum Beispiel auch das digitale Angebot direkt da vor Ort. Man musste sich erst mal eingewöhnen. Man hat das Ganze aufbauen müssen. Und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Das war was wir aber jetzt mittlerweile auch wieder in diesen Zeitpunkt mit reingebracht haben. Es gab Irritation, es gab Unverständnis und man wusste auch nicht so genau, was man machen sollte. Richtig. Digitalisierung war in vielen Stellen sehr, sehr, sehr viel. Wunderbar. Es gab eine große psychische Belastung, nicht? Hab ich das rausgehört? Ja. Die Menschen waren nicht nur irritiert, sondern manchmal Langeweile und keine Bewegung. Nee, es war da unheimlich schwer, dann auch Kontakten mit anderen auch zu und dadurch auch die Psyche und sowas auch mit anzunehmen. Ja. Ja, vielen Dank. Du wirst nachher noch ein bisschen mehr davon erzählen. Ninja, du bist fast, hätte ich beinahe gesagt, Digital Native. Also du hast ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Auch an dich die Frage, war es für dich ein Glücksfall, weil du gesagt hast, hey, ich bin sowieso in der Digitalisierung. Also wir haben oft gelesen über Corona, die Menschen in Werkstätten, die werden vergessen. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen waren manchmal gar nicht da. Wie hat sich denn dein Leben verändert?
Also es hat sich auch ziemlich verändert. Als Corona kam, wurden erstmal sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Ich mache ja viel auch Live-Veranstaltungen. Und du als Kabarettist wirst das kennen, dass dann eben erstmal alles verschoben oder abgesagt wurde. Und auch einfach das Finanzielle war dann natürlich schwierig, weil man arbeitet im Frühjahr für die Sommerpause. Das war dann eben nicht möglich. Und dann so nach einem halben Jahr ging es los, dass die Leute sich sehr professionalisiert haben und die Veranstaltungen dann eben auch hybrid oder digital stattgefunden haben. Ich konnte mich da recht schnell dran gewöhnen, weil ich eben auch einfach wirklich viel privat digital unterwegs bin und das auch mag. Aber mir fehlt, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, auch immer noch der Kontakt zum Publikum, dieses direkte Feedback. Also man kann eine Diskussionsrunde natürlich auch digital machen, aber gerade wenn man dann auch noch andere künstlerische Formen auf der Bühne macht, dann fehlt das einfach, und das fehlt mir auch immer noch. Auch bei dir eine kleine Nachfrage. Hattest du schlaflose Nächte, weil du gerade von dem leergeräumten Kalender und der finanziellen Unsicherheit, also die Solo-Selbstständigen, die haben nicht die Lobby wie ganz große Konzerne. Also diese innere Unruhe, hast du gemerkt, dass es nicht nur ein leerer Kalender, sondern auch eine psychische Belastung bei dir gab? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe schlaflose Nächte, weil ich habe ein kleines Kind. Und das war aber dann natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil das war dann auch eine lange Zeit zu Hause. Aber also ich bin verheiratet, wir machen das ganz gut. Ich habe auch viele Rücklagen. Aber trotzdem war das natürlich eine Zeit lang eine ziemliche Verzweiflung, weil man immer davon ausgegangen ist, das dauert jetzt 4 Wochen oder vielleicht dauert es auch 6. Aber irgendwann wurde klar, oder auch den Solo-Selbstständigen klar, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Und was mache ich, wenn diese ganzen Rücklagen aufgebraucht sind? So, und welche Förderungen sind für mich eigentlich gut? Was darf ich da beantragen? Und da hatte ich auch viele im Umkreis, gerade von so Solo-Selbstständigen oder KleinkünstlerInnen, die gesagt haben, ich steige da gar nicht durch, ich beantrage einfach gar nichts, ich gucke mal, wie ich zurechtkomme. Also das war schon ein oder anderer verzweifelter Moment auf jeden Fall. Ich merke, du bist jünger als ich. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen die Sorge, stecke ich mich an? Wie schlimm wird eine Infektion sein? Wie auch immer. Aber vielen Dank für den ersten Einblick in dein Leben. Jörg Behrens. Corona. Alle schreien Digitalisierung. Datenschutz ist ganz wichtig. Auf den Punkt gebracht. Digitalisierung hat Chancen, aber auch Gefahren. Was sind die größten Chancen? Was sind die größten Gefahren? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also Digitalisierung war für uns an sich auch schon vor Corona ein Thema. Klar, das geht nicht anders. Also die Unternehmensgruppe existiert seit 1868. Und wenn man jetzt erst in Corona Digitalisierung für sich entdeckt, dann ist man nicht mehr am Markt. Die Problematik, die Corona mit sich gebracht hat, das waren viele Projekte, haben so ein Turbo gehabt. Und Datenschutz war in dem Augenblick, ich würde es fast sagen, sekundär. Es war zwar da, aber sie haben ja nichts dagegen, war immer so die Frage. Oder sie wollen doch nicht verhindern, und denken Sie mal. Letztendlich ist der Vorteil gewesen, dass wir sehr gute Aufklärung, also dass ich gute Aufklärungsarbeit im Vorfeld gemacht habe, sodass wir viele Projekte sehr schnell auch umsetzen konnten. Also auch gerade die Gefahr einfach auch, dass Menschen abgehängt werden, nicht an der Digitalisierung teilhaben konnten, also auch gerade unsere Klienten, durch die Lockdowns und die Besuchssperrungen, auf einmal war da kein Besuch mehr möglich. Die Gefahr, die ich sehe, ist einfach, dass man jetzt die Zeit hat, viele dieser Schnellschüsse einfach auch nachholen zu müssen. Also ich könnte jetzt ausholen, Schrems II-Urteil, Datenverkehr in die Staaten nicht erlaubt. Und es war ja damals zu dem Zeitpunkt alles so ein bisschen, naja, wir machen es trotzdem. Ja, wir nehmen trotzdem Open Office-Paket in der Richtung. Mhm. Jetzt ist die Zeit, dass man sauber nacharbeiten muss. Sonst ist die Gefahr da, dass Standards etabliert werden, die, wie ich finde, nicht rechtskonform sind. Und das geht einfach auch nicht. Und Datenschutz, sage ich immer, ist Rechte der Betroffenen, nicht Rechte der Konzerne. Okay, da gibt es Gesprächsbedarf. Da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich freue mich nachher auf das intensivere Gespräch nach der Pause. Vielen Dank, Herr von Gimborn. Ich habe nochmal nachgelesen, was macht eigentlich eine Aufsichtsperson bei der BGW? Sie überwachen die Einhaltung von Vorschriften und untersuchen Arbeitsplätze, wenn Berufskrankheiten gemeldet werden. An Sie habe ich 2 Fragen. Sind Sie trotzdem beliebt? Und die 2. Frage, wie hat eigentlich die Pandemie Ihre Arbeit verändert?
Erste Frage, da kann ich nichts zu sagen, da müssen Sie Betriebe fragen. Aber bisher durfte ich immer wiederkommen und wurde nicht verprügelt. Das ist ein gutes Zeichen. Weil nämlich die Tätigkeit nicht nur überwachen ist, sondern auch beraten. Und dazwischen schlägt das Pendel immer aus, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt und wie der Betrieb so steht. Und in der Regel ist das Arbeitsschutzniveau in den Werkstätten sehr, sehr hoch. Und von daher ist der Teil Beratung mehr und Überwachung weniger. Und meine Tätigkeit hat sich am 16.03.2020 insofern verändert, dass ich Betriebe nicht mehr besichtigt habe, sondern nur noch telefonische Beratung gemacht habe. Das Problem war dann, dass zu Hause das Internet am Ende war, weil meine Frau auch mobiles Arbeiten hatte und meine beiden Kinder auch. Wobei meine Kinder in der Schule waren oder sind und da zeigte sich dann die preußische Kreidezeit der Schule. Schule 2020 sah nicht viel anders aus als Schule 1980. Die Schulen haben verdammt viel nachgelegt in den letzten anderthalb Jahren, aber ich habe auch mit einem Rektor einen E-Mail-Verkehr gehabt über Datenschutz, weil ich im Office diese Klausel gesehen habe. Und er hat mir recht gegeben und das Problem wird sich dann irgendwie mal lösen müssen. Sie wollen mir gerade erzählen, die Behindertenhilfe ist im Vergleich zur Schule noch ganz gut aufgestellt. Ja, ja. Also Schule müssen wir hier nicht drüber reden, wie die aufgestellt ist. Nee, das machen wir aber nicht. Das ist ein zu großes Thema. Preußische gerade Zeit. Ja, ich kurze Nachfrage, weil wir haben noch ein bisschen Zeit zur Pause, deswegen psychische Belastung. Sie hatten einen sicheren Job, also haben Sie immer noch. Gab es auch für Sie eine Belastung, weil wir ja immer die ganze Bandbreite, Menschen machen sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wie war das bei Ihnen? Also psychische Belastung am ehesten, dass den Kindern weiter den Stoff zu ermöglichen, den Schulstoff irgendwie zu bekommen und die Angst selber sich anzustecken. Wir haben zwar den Kontakt nach außen drastisch zurückgefahren, aber einkaufen mussten wir trotzdem einmal die Woche. Okay, ja. Vielen Dank. Herr Professor Thomas Schack, ich habe eben bei der Anmoderation schon gesagt, da gibt es ein paar Fremdwörter und zu vermitteln, woran Sie forschen, ist nicht ganz einfach. Sie werden das nachher noch erläutern. Das Gehirn ist zum Denken da, der Körper zum Bewegen und damit habe ich irgendwie schon beides getrennt. Was Sie vermutlich gar nicht so gut finden. Also vielleicht können Sie noch mal so ganz kurz etwas zu Ihrem Menschenbild, woran Sie forschen. Und ich würde Sie aber auch bitten, Doppelfrage, ich erinnere noch mal an Teil 2. Es gab ja dieses Motto, stay at home, bleib zu Hause, Kontakte vermeiden. Welche Auswirkungen hat das auf Körper und Geist? Ja. Also, große Frage. Sie dürfen ein bisschen länger antworten. Danke. Zunächst muss man erstmal festhalten, wir haben in etwa 650 Muskeln, die müssen alle koordiniert werden. Wir haben eine ganze Reihe von Gelenken, viele Freiheitsgrade. Und die wesentliche Aufgabe des Gehirns besteht darin, einen Großteil dieser Muskeln nicht zu nutzen. Also immer auszurechnen, welche Arten von Muskeln wir jetzt für eine spezielle Bewegung brauchen. Wir müssen Gelenke einfrieren, die müssen quasi ganz gezielt nicht genutzt werden oder blockiert werden, damit eine Bewegung ausgeführt wird. Und auf der anderen Seite ist unsere Idee eben auch, dass Bewegungen nicht einfach nur ein Prozess sind, sondern wie eine Art Gebäude aus mehreren Ebenen und Bausteinen besteht, die eben auch zusammenspielen. Sagen wir mal, da gibt es eine unterste Ebene, automatisierte Bewegung, und da gibt es eine oberste Ebene, die ist eben dann für Wille, mentale Fitness oder solche Dinge zuständig. Und jetzt durch dieses Stay at Home ist es natürlich so, dass wir über all diese Ebenen hinweg, wenn wir so wollen, auch gewisse Einschränkungen haben. Ich könnte mir vielleicht auf drei Felder zuspitzen. Also zum einen Kondition, also Sachen überhaupt die Fähigkeit, sich zu bewegen. Da gab es auch schon Studien im letzten Jahr, die gezeigt haben, dass in etwa natürlich ein Drittel der Bevölkerung sich weit weniger bewegt hat als sonst. Und dass das natürlich zu entsprechenden Einbrüchen in diesen Bereichen grundlegender Fitness geführt haben. Es gibt auch eine aktuelle Studie, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich habe nochmal nachgeschaut. Aus München, da ist gezeigt worden, dass fast die Hälfte der Bevölkerung zugenommen hat. Und das heißt im Durchschnitt 5,6 Kilogramm, was natürlich so ein Nebeneffekt ist. Der nächste Bereich wäre die Koordination. Es ist nämlich so, wenn wir uns bewegen,
werden auch bestimmte Teile des Gehirns entlastet. Das Frontalhirn zum Beispiel, das sonst ständig zum Denken gebraucht wird, vorm Computer oder in Gesprächen, wird eben teilweise entlastet. Wir haben auch Hormonausschüttungen, die uns natürlich auch Glücksgefühle geben, oder die Neuroplastizität des Gehirns nimmt zu. Wenn ich mich nicht bewege, dann ist es eben so, dass ja weder Gehirn noch Körper noch Muskeln gebraucht werden. Und das führt eben dazu, dass wiederum bestimmte Fähigkeiten wie Rhythmisierungsfähigkeit oder Gleichgewichtsfähigkeit ein Stück reduziert werden, nicht mehr so zur Verfügung stehen. Dann können wir natürlich auch wieder Unfälle erwarten im Verkehr, im Beruf, aber auch im Sport. Es gibt viele, die jetzt wieder anfangen, Sport zu treiben und sich ursprünglich oder unerwartet verletzen und demzufolge dann vielleicht auch lebenslange Probleme haben. Und der letzte Bereich, auf den ich eingehen möchte, ist natürlich sowas wie mentale Fitness. Ich habe schon versucht, deutlich zu machen, dass die Bewegung eben auch positiv stimuliert, oder wir haben auch zeigen können, dass durch Bewegung die Neuroplastizität auch bei depressiven Menschen gesteigert werden kann. Dadurch sind die wieder besser in der Lage, Aufgaben zu lösen. Das reduziert wieder Depressivität. Umgekehrt ist es so, wenn ich mich nicht bewege, dann habe ich natürlich eine ganze Reihe von Problemen, auch im emotionalen Bereich. Man kann es vielleicht auch auf einen anderen, eher anthropologischen Punkt bringen. Wir haben nicht nur Natur um uns und wir sind nicht nur ein Teil der Natur, sondern wir sind selbst Natur. Und Bewegung ist eine ganz zentrale Dimension. Da sind so viele Lebewesen, die vielleicht gar nicht mehr auf der Erde sind, die an unserem Bewegungssystem in der Evolution beteiligt waren. Und immer wenn wir uns bewegen, dann fühlen wir auch diese Art Zugang, dass wir Natur sind. Und sowas ist einfach sehr wichtig für uns. Wenn wir also uns nicht bewegen können, hat das eine entsprechende negative Folgen auch für unsere Befindlichkeit. Das heißt, fast, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Bewegung ist das A und O, also sowohl für Kondition, für Koordination und sogar für die Entwicklung, die Plastizität des Gehirns, haben Sie angesprochen. Wer sich nicht bewegt, wird dümmer? Das sicher. Jetzt ist aber die Frage, schon was wir mit Bewegung meinen. Ich meine auch Lachen, Sprechen, Augen. Bewegung, das sind alles Bewegungen. Wir brauchen für all diese Dinge Muskeln, Koordination und das Gehirn. Das sind also sehr komplexe Prozesse, die sich im Laufe des Lebens natürlich immer feiner entwickeln. Aber ein Problem auch bei Digitalisierung, wenn ich das mal ansprechen darf, ist sicherlich, wenn sozusagen das verheißt, wir kommen in eine materialfreie Zukunft, in der wir unsere Hände nicht mehr benötigen, unsere Körper nicht mehr benötigen, kein Material mehr benötigen, dann ist das der falsche Weg. Weil natürlich das auch suggeriert, wir brauchen zum Beispiel keine Handwerker mehr. Aber jeder von uns weiß, wenn er heute einen Handwerker braucht, dann muss er 4 Monate oder länger warten, weil eben auch politisch vergessen wurde, wie wichtig Handwerk, wie wichtig eben auch körperliche Bewegung, körperliche Aktivität ist. Die können wir nicht wegrationalisieren. Das wäre also vollkommen, das wäre ein Irrtum, wenn wir glauben würden, wir könnten das. Und wenn wir uns nicht bewegen, wird auf alle Fälle, denke ich, haben wir emotional erwartbare Probleme. Und eben auch natürlich trägt die Bewegung auch zur Entwicklung von verschiedenen kognitiven Prozessen bei. Dazu zählt eben auch Mathematik und andere Dinge. Also auch die Zunahme von Dyslexie und anderen Prozessen in den letzten Jahren steht damit in Verbindung, dass sich auch Kinder viel weniger draußen bewegen, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. Also schwere Gewichte muss man nicht heben. Arbeitsschutz sagt, dann machst du lieber eine Vorrichtung. Aber ganz auf die Bewegung zu verzichten, wäre ein völlig falscher Weg. Wir brauchen Körperlichkeit, um uns auch wohlzufinden und sogar noch für die Entwicklung des Gehirns. Ja, ich sage erstmal danke für diese allererste Runde. Wir gehen in eine ganz kurze, kleine Pause. Frage gekriegt. Frau Bohrmann. Ja. Erstes vorgestellt. Ja, Mensch. Ich werde verrückt. Ich habe Sie aber hier auf dem Zettel stehen, Mensch. Das ist schon mal ein Fortschritt, ja. Vielen Dank. Das finde ich großartig, dass wir hier, das ist ja Netzwerke, nicht wahr? Der Moderator braucht die Unterstützung des sozusagen der Menschen, die um ihn rumsitzen. Frau Bohrmann, auch Mensch, ich habe auch für Sie eine Frage. Also, ganz viel Corona und wir hatten eben das Satellitensymposium. Jetzt ist aber hier der Schwerpunkt, es hängt mit Corona zusammen, aber trotzdem ein anderer Schwerpunkt, die psychische Belastung.
Und Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist ein ganz großes Thema und auch für die Gewerkschaften. Die sagen immer, Menschen brauchen nicht nur infektionsfreie Arbeitsräume, sondern gute Arbeitsräume, wo sie ganzheitlich gesund sind. Die brauchen ganz viel. Was braucht ein Mensch, um sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen, auch damit die Gewerkschaft sagt, das ist gut, da machen die Arbeitgeber die richtige Richtung? Ja. Danke für die Frage. Ja, wir brauchen gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen. Und ich denke, die hängen im Wesentlichen von zwei Dingen auch ab. Es ist einmal die Frage der Arbeitsmenge und auch der Arbeitsdichte. Und weil Sie auf das Podium davor verwiesen haben, haben wir festgestellt, da wurde schon stark diskutiert, dass Corona da oft wie ein Brennglas gewirkt hat. Aber das Problem, dass wir in der Behindertenhilfe einen Mangel an Personal haben und die Anzahl der Fachkräfte, die für Klientinnen und Klienten zuständig sind, immer weniger geworden ist. Das hat in der Pandemie zu einem großen Problem geführt, aber das Problem bestand auch schon davor. Also Personalmangel, das ist ein ganz wichtiges Problem und die psychische Belastung nimmt natürlich dazu, wo die Arbeitsmenge und die Arbeitsdichte zunimmt. Ein weiteres Thema, was ich zumindest auch jetzt schon mal ansprechen will, ist auch Unsicherheit. Prekäre Arbeitsverhältnisse. Da müssen wir wirklich gucken, wenn wir über die Behindertenhilfe reden, das sind ja ganz unterschiedliche Arbeitsfelder und entsprechend gestaltet sich auch psychische Belastung da ganz unterschiedlich. Aber wir haben zum Beispiel den Bereich der Schulassistenz. In der Schulassistenz ist die Bezahlung zum Teil wirklich sehr, sehr schlecht und in der Schulassistenz gibt es häufig befristete Arbeitsverträge, auch Kettenverträge. Da ist natürlich die Unsicherheit, ja, das ist, also die Unsicherheit, kann ich von dem Geld leben, die Unsicherheit, wie geht es nach den Sommerferien weiter, das ist das Gegenteil von guten Arbeitsbedingungen. Das heißt, wenn wir über gute Arbeit reden, wir müssen eine Arbeit haben, die zu bewältigen ist von der Arbeitsmenge, wir brauchen gute Situation in den Betrieben, wo der Arbeits- und Gesundheitsschutz tatsächlich gelebt wird. Und wir brauchen auch eine gute Bezahlung und Sicherheit für die Beschäftigten. In der Behindertenhilfe, insbesondere zum Beispiel im Wohnen, gibt es ja ganz oft so, dass die Menschen irgendwann in die Werkstätte gefahren werden und dann gibt es den Frühdienst und dann gibt es wieder einen Spätdienst, sehr zerrissene Arbeitszeiten. Viele Betriebe versuchen das mit Teilzeitjobs, 450 Euro Basis, bis hin zur Leiharbeit. Ist das clever? Also Sie haben gerade das große Thema, es sind einfach zu wenig Leute für zu viel Arbeit da. Können wir das Problem irgendwie lösen oder wenigstens entschärfen? Und ja, das könnte man entschärfen. Wir haben gerade eine Umfrage durchgeführt unter Beschäftigten. Da haben 8000 Beschäftigte teilgenommen. Wir sind jetzt noch dabei, diese Befragung auszuwerten. Aber ein Ergebnis, was ich interessant finde, ist, ich kann Ihnen jetzt die korrekte Prozentzahl nicht sagen, aber es war ein relativ hoher Anteil an Beschäftigten, die Teilzeit beschäftigt sind und die gesagt haben, sie würden gerne mehr arbeiten. Also von daher, da greift das Argument, ja, aber es gibt die Menschen nicht auf dem Markt, ne? Da greift das Argument nicht. Es gibt einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten, die gerne mehr arbeiten würden. Und wir können natürlich auch was an den Ausbildungsbedingungen verändern, damit mehr Menschen die Berufe erlernen, wie zum Beispiel die Heilerziehungspflege. Vielen Dank. Jetzt sind wir auch wieder im Zeitplan. Ich wusste doch, da muss noch was sein. Genau, wir gehen in eine kleine Pause und ich kann aber schon mal andeuten, nachher gibt es eine zweite Runde des Gesprächs und da dürfen Sie mitmachen. Es gibt ja den Chat, der wurde bereits mehrfach erwähnt und unser Online-Redakteur Carsten Schafschewski. Sie werden immer wieder mal sich zu Wort melden, wenn es Fragen gibt, die wunderbar in unsere Runde reinpassen. Also schreiben Sie, wenn immer Ihnen was einfällt. Wir werden den Chat im Blick behalten und dann auch unser Gespräch hier durch Ihre Anregungen ergänzen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns nachher wieder. Tschüss.